didn't even get to run. Hey Freunde, wir haben heute mal ein Unboxing, und zwar ein Doppel-Unboxing. Einmal Pyroweb, drei Kisten, und Pyroland kommt eine große 30-Kilo-Kiste. Und ja, da würde ich einfach sagen, nicht lang schnacken, wir fangen mit dem Duftsprüher an. Der nervt doch jedes Mal. Wir fangen mit Pyroweb an, drei Kisten, und danach machen wir Pyroland, also fangen wir gleich an. So, die ersten zwei Kisten sind auch VEs, das sind die Pyroweb Eigenbatterien, einmal die Strobe, einmal die Miko, sind, wie schon drauf steht, 24 Stück im Karton. Hier haben wir noch einmal, Visco 60 von Blackbox zum Verleiten oder zum Verbinden. Ich zeige euch nur mal kurz, so sieht die Strobe aus, 16 Schuss und hat 170 Gramm, glaube ich, 117, so rum. Ja, es ist halt eine kleine 16 Schüsser, 19 oder 20 mm hat die, und davon halt 24 Stück, ja, also kompletter Karton voll. Und das gleiche gilt auch für die Maiko oder Miko, 24 Stück, 16 Schuss, sieht so aus, und hat meines Wissens auch die gleiche NEM, ja, 117,76. Sind zwei sehr schöne kleine Batterien und vor allen Dingen für den Preis unschlagbar, wenn man halt eine ganze VE nimmt. Deswegen habe ich mich entschlossen, ich bestelle nochmal zwei VEs, die kann man immer mal im Bunker haben. Und wenn die Leute jetzt fragen, Bunker, ja, ich habe einen Bunker und ich packe da meine Sachen auch immer rein. Und das ist jetzt kein Witz oder kein dummes Rumilabere. Vielleicht nehme ich euch mal mit auf eine Bunkertour. Das ist halt ein Raum in halt einem Feuerwerksbunker. Und ja, habe ich schon überlegt, ob ich das mal mache. Das war's zu den zwei Kisten. Jetzt kommen wir noch zu der dritten Kiste von Pyroweb. Da hole ich euch wieder näher ran. Bis gleich. So Freunde, da kommen wir jetzt zur dritten und großen Kiste. Ich habe bei Pyroweb bestellt für, jetzt muss ich lügen, 270 Euro oder sowas. Also 280. Ich glaube, das meiste ging halt drauf für die zwei VEs. Ich glaube 70 oder 80 Euro. So. Ich habe hauptsächlich dort bestellt wegen diesen kleinen Dingern hier, und zwar sind das die Sena Knetterton. Die müsstet ihr ja mittlerweile von mir kennen. Für mich ein Top-Artikel, und ich habe ihn leider bei Pyroland und bei Röder nicht mehr bekommen. Ich hätte noch bei Zündidee holen können, aber ich dachte mir, wenn ich jetzt sowieso noch ein paar VEs bestelle, weil Pyroweb nehme ich die hier gleich mit, und hier haben sie jetzt, ich glaube, 8,99 oder sowas gekostet. Wir machen aber mal mit den kleinen weiter. Wir haben hier die Chili Spinners von Leslie. Hatte ich noch nie gehabt, dachte ich mir, nimm sie jetzt einfach mal mit. Sind F2 Wirbel mit Quackling, soweit ich weiß. Dann haben wir hier dreimal die Silber von XL von Argento. Das sind halt 100 Gramm Silberfontänen. Ich wollte eigentlich die goldene haben, aber die gab es auch gar nicht mehr überall. Und deswegen bin ich froh, dass ich noch dreimal die silberne gekriegt habe. Hier sind die anderen zwei. Auch bei der einen geht die Banderole schon ab. Ja, dreimal also. So, schauen wir hier mal. Hier haben wir noch eine weitere Neuheit, und zwar Titanium Thunder Fountain. So rum. Ja, Titanium Thunder Fountain. Thunder Fountain. Die haben pro Stück 18 Gramm NEM, und auf den Videos kommen sie halt so rüber wie die Funke Cracker Fontänen, halt nur ein bisschen schwächer, aber dafür halt auch günstiger. Ich weiß gerade gar nicht, ich glaube 3,50 Euro hat das Paket gekostet. Davon haben wir dreimal mitgenommen. Hier sind die anderen zwei. Dann hatten wir noch Party Popper. Ja, also vom Komet diesmal. Sind halt kleine Partypopper, kennt denke ich mal jeder von euch. Ich glaube 3 Euro oder sowas, wenn nicht sogar günstiger. Wollte ich einfach mal mitnehmen. Dann habe ich es mitgenommen, einfach nur um sie in eine Vitrine zu stellen. Also mal schauen, ob ich das mache oder nicht. Das sind hier diese Plastikautos von Xplode, die es schon ein paar Jahre gibt.
Die hatten sie jetzt im Rausschmiss, sage ich mal, für 2 Euro das Stück. Da habe ich alle beide gekauft. Einmal den pinken, einmal den Blue. Moment. Ja, muss er. Pink Lady und Blue Monster oder Mobster. Ja, wie gesagt, 2 Euro dachte ich mir, jetzt nimmst du sie mal mit, auch wenn es viel Plastik ist, ich weiß. Dann haben wir hier noch eine Batterie und zwar die Sunset Heaven. War auch sehr günstig. Ich weiß jetzt gar nicht, was er kann. Blauer Aufstieg verwandelt sich in Goldglitter und Rotglitter-Bouquets. Ja, NEM haben wir 150 Gramm und gekostet hat sie, glaube ich, unter 5 Euro. Ja, einfach mal mitnehmen, mal anschauen von Star Trade. Jetzt kommen wir mal zu den Knettertonnen, was ich schon gesagt habe. Davon hatte ich 10 Mal. Zweimal habe ich schon rausgepackt für einen Kollegen, deswegen sind jetzt hier bloß noch 8 Mal drin. Ja, sind halt Crackling-Fontänen, falls ihr die noch nicht kennt. Das sind kleine Tonnen, die brennen in 2 Minuten oder 100, was waren es, 190 Sekunden oder irgendwie sowas. Brennen gute 2 Minuten und die quäkeln so richtig stark vor sich hin. Also wenn er da alle 4 mit immer zündet, da hat er schon ein schönes Bild, muss man mal ganz ehrlich sagen. So, dann haben wir die 8 Mal da. Dann habe ich mir nicht lumpen lassen, ich habe nochmal Funke-Röhlis bestellt. Die Funke-Röhlis mit 10 Schuss, 10 Stück, ich weiß gar nicht, was die gekostet haben, 5 oder 6 Euro. Ja, bin ich mal gespannt. Ob die so gut sind wie die Keller-Röhlis von damals. Was haben wir hier noch drin? Nur noch 2 Sachen sind drin. Einmal darf nicht fehlen hier von Weco noch normale Anzündlichter. Die hatte ich glaube bei Pyroland noch mitbestellt, 2 Stück. Aber ihr habt da 4 Stück, die brennen jeweils 4 Minuten. Habt da erstmal 16 Minuten zum Silvesterzünden, sage ich mal. 16 Minuten habt ihr eine Flamme. Und die dürfen eigentlich nicht fehlen bei mir Silvester. Und der letzte Artikel ist von Nico, glaube ich, ja. Von Nico sind das die Silberfontänen. Silver Fountain, genau. 5 Stück mit 125 Gramm NEM. Das heißt, jede Fontäne hat 25 Gramm NEM. Ich kann euch ja mal eine rausholen. Und zwar waren die eigentlich, soweit ich weiß, damals für den Profi-Segment vorgesehen. Das sind sozusagen 1000 Silbertaler, aber halt als Stangenvariante. Ne? Also ich sage jetzt mal Stange hier, das ist eine Stange, das andere war ja ein bisschen dicker, der Zylinder. Wollte ich einfach mal haben, waren auch relativ günstig, weiß ich jetzt nicht mehr, müsste ich nachschauen. Ja, aber zum Testen einfach mal mitgenommen. Und das war's schon vom Pyroweb und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei Pyroland wieder. Bis gleich. So Freunde, dann schauen wir uns mal Pyroland an. Wie gesagt, Pyroland, das war jetzt ein Wert von 240 Euro. Hauptsächlich Röhlis bestellt und ein paar Böller, aber werdet ihr ja gleich sehen. So, ich habe das Plastik schon mal entfernt, dass es nicht so langwierig ist. Gepackt hat übrigens das Paket Lara mit Doppel-A. Danke dafür. Ein paar Wunderkerzen und ein kleiner Aufkleber gratis. So, dann schauen wir hier drüben mal. Hier sieht man schon ein bisschen was. Wir haben 10 Mal von dem Römisches Licht XL Cracking bestellt. Die gehen schon alle auf. Ich denke mal durch den Transport, das sind 3. Das sind 6. 6, 7. 8. Da geht wieder eins auf. Können wir euch mal zeigen. Ja, das sind halt stinknormale Röhlis, nur die haben wie gesagt so eine Crackling-Spitze vorne. Jetzt sind wir bei 8 und 9 und 10. Ja, wie gesagt, sind halt so Crackling-Röhlis. Da kostet das Paket, glaube ich, 1,50 Euro für 3 Stück. Haben 15 Schuss jeweils drin. Und die Teile kann man echt mal besitzen, sage ich jetzt mal. Da tut man sich keinen Zwang an. So, dann haben wir hier noch die römischen Lichter XL in 12 Schuss. Das ist eine 10er-Packung. Also 10 Röhren, a 12 Schuss. Auch relativ günstig, ich glaube, jetzt muss ich lügen, vielleicht 2 Euro oder sowas. Und deswegen auch wieder, ich glaube, 10 Mal. Ich glaube, Röhlis haben wir alle 10 Mal mitgenommen, außer die Scheiben. Sind wir bei 4, 5, 6, 7, 8,
9 und 10. Ja, wie gesagt, 10 mal diese Rügen. Und außerdem haben noch Arbeitskollegen gleich mitbestellt. Und die Arbeitskollegen wollten natürlich auch noch ein paar Rölis haben. Im Fall aller Fälle, man weiß ja immer nicht. Ne? So hat man die schon mal zu Hause. So, dann geht's weiter. Ich schau mal rein. Jetzt haben wir die anderen Rölis, und zwar von Xplode. Die kennt, denke ich mal, jetzt mittlerweile wirklich jeder. Normale Standard-Rölis. 20 Schuss, 10 Stangen pro Dings. Und kosten tun sie 2,50 bis 3 Euro das Paket. Nummer 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 und Nummer 10. Ja, also wie gesagt, 10 mal Rölis. Das sind echt viele Rölis. So, dann haben wir hier noch 5 wunderschöne Stangen. Und zwar sind die meines Wissens von JGWB, aber ich kann mich das jetzt auch täuschen. Bingfire F2 hergestellt für ja, JGWB von Fireman SR via D.D. Falco in Italien. Also italienische ja, Stangen, Anzündlichter würde ich jetzt sagen, aber eigentlich ist es auch als so eine Sternfackel deklariert, sprich es ist so eine Art Fontäne als Stange. Wir haben hier glaube ich 50 Gramm, wenn mich nicht alles täuscht, 56 Gramm pro Stange. Und hier ist halt diese rote Variante, also aus Italien, ja, noch handgebunden vorne, also zugebunden hier, wenn man das so sieht. Und halt diese offene Schwarzpulverlunte, ne? 5 Stück davon, von den Sternfackeln. Die gibt es auch in, glaube ich, 5 unterschiedlichen Richtungen, also Varianten. Dann schauen wir hier erstmal weiter. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Hier haben wir eine zerdrückte Schachtel Masclette Falla Grande. Ja, von Elgato. Importeur ist Sternfeuerwerk. Bei Elgato, denke ich mal, oder jetzt in dem Fall Pyroland. Ja, dadurch, dass natürlich die Packung jetzt ziemlich zerdrückt war, sind die Lunden natürlich jetzt auch alle geknickt. Schade. Schade, schade. Ja, aber das passiert nun mal beim Transport. Da kann man Pyroland jetzt ja nichts Schlechtes sagen, sagen wir es mal so. Ach, jetzt geht das nicht mehr rein, oder was? Doch jetzt. So, versuchen die mal wieder schön zuzumachen. Naja, wie man es nennt. Ja, Masclette Falla Grande. Sollen ganz gut sein. Spanische Schwarzpulverknaller. Spanische, italienische? Nee, spanische. Valencia ist Spanien. España. Ja. Haben wir die schon mal gesehen? Dann haben wir noch welche bestellt. Masclette Faller, das sind die normalen. Ja, genau. Ja, auch hier wieder, die Packung ist schon so kaputt. Ich weiß nicht. Ich mag das nicht, das ist schlecht. Aber wie gesagt, man kann halt nichts machen, wenn das beim Transport hin und her wackelt. Ist das nun mal so. Und man muss auch sagen, die Kiste wiegt 30 Kilo, ja. Also ich frage mich sowieso, wie sowas funktioniert. Aber hatten wir nicht 3 verschiedene Knaller bestellt? Hallo, wo seid ihr? Keine Ahnung, müssen wir noch mal auf den Packzettel gucken. Hier sind noch von Fire Event Bengal-Fackeln für Kinder, also F1 Feuerwerk. Ja, so sehen die aus. Sind nicht meine. Wurden mitbestellt. Dann haben wir noch mal 2x Zündlichter von Nico. Ja, wenn er Feuerwerk zündet, braucht man eigentlich immer Zündlichter. Deswegen noch mal 2x bestellt. Haben wir noch mal 8 Zündlichter. Dann haben wir noch meine Lieblingsvulkane von Pyroland. Und zwar die Queen of Welding. Ja, also Queen of Welding ist ein Knallsternvulkan, also Quäckling. Und für 6,50 Euro oder 7,50 Euro, was er kostet, ist der wirklich sein Geld wert und kann sogar meines Erachtens nach mit den Zinkvulkanen mithalten. Wobei natürlich die Zinkvulkane eher so auf edel angelehnt sind, sage ich jetzt mal. Ich glaube, ich kenne keinen Zinkvulkan, wo 4 Quäckling drin ist.
Ihr könnt mich ja gerne mal berichten in den Kommentaren. Ne? Aber soweit ich weiß, hat kein Zinkvulkan Cracking. So, dann haben wir hier nochmal Rödis. Die Schein, die kennt ihr jetzt mittlerweile schon. Ja, Schein 1, 2 und 3. Dreimal. Und auch hier ist der Karton schon ein bisschen kaputt. Ja, so. Ja, hoch. Jetzt mache ich es noch mehr kaputt. Dann haben wir. Oh, da ist der Karton kaputt. Zweimal Handfontänen von Xplode. Schöner F1, also Kinderfeuerwerksartikel. Wirklich schöne Teile und für 1,99 oder 2,50, je nachdem, wo ihr bekommt, woher ihr sie bekommt. Ein schöner Artikel. So. Dann haben wir noch drei von den Pech und Schwefeln. Hier jetzt Salut Orange. Ja. Ich denke mal, die kennt ihr jetzt mittlerweile auch schon. So, dann machen wir das mal weg, dann seht ihr nämlich schon ein bisschen was. Ich frage mich nur gerade, ich habe drei verschiedene Sorten bestellt, glaube ich, von den Elgato-Knallern. Ist aber auch egal. Ja, hier haben wir nochmal die Bengalos von Leslie. Also auch wieder F1, Kinderfeuerwerk. Einfach mal mitgenommen, weil ich sie noch nicht hatte. Was die machen, weiß ich nicht. Ich denke mal eine normale Bengalflamme halt. Ne? Was haben wir hier für eine NEM? 35 Gramm auf 5 Stück. Ja, Max NEM würde ich mal behaupten, oder? Naja, wird schon Sinn. Das Video ist sowieso schon wieder so lang. 7 Gramm. 7 Gramm für F1? 7 Gramm F1. Ich dachte 6,5 Gramm ist Max. Oder war es 7? Ist auch egal. So. Dann haben wir noch für jemanden anders mitbestellt. Und zwar haben wir hier noch zweimal die Big Shots von Xplode. Ja, sind sehr gute Single Rows oder halt Single Shots. Ne? Ein Row ist ja was anderes. Ist ja ein Verbund von mehreren. Ja, zweimal. Dann geht's weiter, wo ich mich drüber ärgere, dass der Mini-Choco-Karton schon so kaputt ist. Von Funke. Ja, und hier ist auch schon aufgerissen. Ja, kein schöner Karton, muss man mal sagen. Das ist, als ob schon mal kaputt gegangen ist. Ja, wie gesagt, die Mini-Chokos von Funke habe ich eigentlich geholt, dass ich mir den Karton in die Vitrine stellen kann, aber ich glaube, die bestelle ich dann nochmal woanders. So, achso, ja, das waren schöne Pfeifontänen. Echt, Choco-Chokos kennt natürlich auch schon fast jeder. Ich denke mal, da brauche ich nichts zu sagen. Dann haben wir hier noch die wunderschönen Kistenteufel von Beko. Wunderschöne Fontänen, wenig NEM, aber wie gesagt, drei wunderschöne Fontänchen. So, dann geht's weiter. Jetzt kommen bloß noch Knaller fast. Würde ich mal warten. Wir machen mal hier weiter. Wir haben nochmal einen Pyro-Cracker-Schinken von Komet. Ich möchte nämlich ein paar Cracker testen, also Schinkenware, weil das, ich finde, in letzter Zeit macht das kaum jemand noch. So wirklich Schinken kaufen und gucken, wie es ist aus dem Schinken, weil das im Schinken ist immer noch was anderes. Man sagt natürlich nicht, weil das ist eigentlich eine Produktion, aber in Familiensortimenten. Ich denke mal, dass das hier nochmal eine andere Kaliber oder andere Machart ist oder beziehungsweise andere Charge. Da haben wir jetzt die Cracker von Komet, die lassen wir antreten gegen die von Panda. Wartet. Panda haben wir hier. Da sieht der Schinken schon schöner aus. Ja, also ein bisschen größer. Kann man hier irgendwie rausfiltern, von welchem Jahr die sind? BAM F2, dies, das und das da noch. Und Batch. Eine Batchnummer 16120101. Kann ich jetzt nichts mit anfangen. Ja, aber wie gesagt, die Pyro-Cracker lassen wir antreten gegen die von Komet. Und D haben wir drei verschiedene Säuren. Da haben wir einmal wieder die von Leslie. Sehr günstig. Dann haben wir die von Nico. Genau, Chinobello D. Warte. Haben wir die von Nico. Die lasse ich jetzt mal hier drin. Und dann haben wir noch die von Komet. Ja, die drei lassen wir auch mal gegeneinander antreten. Und ich muss sagen, alle drei Schinken haben eine unterschiedliche Größe. Ist ja auch real. In dem Paket sind dann noch 10 mal diese B-Böller von Katan. Ja, also was haben wir hier? NEM 9 Gramm pro 6 Stück. Da haben wir 10 Stück, die hole ich jetzt mal nicht raus. Und zum Schluss haben wir noch dieses
Billig-Raketensortiment von Rupro. Hitmix Super Pack heißt das. Das hat, glaube ich, bis 3,50 oder sowas gekostet. Da sind 4 Raketen drin. Ja, so wie es aussieht, 2x Wunderkerzen, 2 kleine Fontänen und Pilli-Crackers, sowas, ne? Also ein ganz kleines Familiensortiment. 3x haben wir das. 1, 2 und 3. Ja. Und dann war es das jetzt hier mit Pyroland und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wie gesagt, eine kleine, ist nur Kleinkram eigentlich, es sind nur Sammelbestellungen etc. gewesen. Auch das vom Pyroweb ist eigentlich bloß eine Sammelbestellung mit den ganzen Batterien. Und ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Video, haut rein und macht's gut.